Papa Bus geht mit Buster, Bandit und Scout im Wald campen. Jetzt müssen sie ihr Lager aufschlagen. Zuerst müssen sie ihre Zelte aufbauen. Papa zeigt ihnen wie. Er hämmert die Heringe in den Boden, damit die Zelte nicht wegwehen. Schau, sie halten das Zelt am Platz. Aha, fertig. Während Papa Bus Holz für das Lagerfeuer sammelt, machen Buster und seine Freunde ihre Zelte fertig. Was war das? Bandit hat Marshmallows. Lecker! Oh nein, Buster hat die Heringe nicht richtig reingehämmert. Das Zelt kam frei. Er kann gar nichts sehen. Pass auf, Scout. Oh oh, es weht weg. Ob Buster es wohl fangen kann? Scout und Bandit helfen mit. Los, Buster, du schaffst das! Aha, es ist endlich auf den Boden gefallen. Oh je, nicht nochmal. Papa Bus, pass auf! Ups, das Holz flog runter. Puh, ihm geht's gut. Endlich stellen sie das Zelt auf. Diesmal lass uns sicher gehen, dass alle Heringe drin sind, Buster. Gut gemacht. Ich frag mich, was Papa Bus als nächstes geplant hat. Wow, sie grillen Marshmallows. Mh, lecker. Was für ein toller Tag. Da ist Buster der Bus. Sieht aus, als hätte er Spaß beim Drachenfliegen. Pass auf! Oh nein, Scout ist aus Versehen in Buster gekracht. Und jetzt ist sein Drachen weggeflogen. Das hat Scout sicher nicht mit Absicht gemacht, Buster. Schau, was ist das? Ein Brief. Und er ist an den Weihnachtsmann adressiert. Aber er wurde nicht zugestellt. Ich denke, Buster hat eine Idee. Er wird den Brief selber ausliefern, um sicherzugehen, dass der Weihnachtsmann ihn bekommt. Oh nein, der Brief. Puh, danke für deine Hilfe, Robin. Buster fährt los. Es ist ein weiter Weg zum Nordpol, wo der Weihnachtsmann wohnt. Es ist kalt und schwierig. Pass auf, dass du dich nicht verfährst, Buster. Oh je. Fast da, Buster. Was ist das? Rentierspur? Schau, da ist der Weihnachtsmann. Buster hat's geschafft. Der Weihnachtsmann begrüßt Buster. Los, gib ihm den Brief. Buster ist so weit gefahren, um ihn zu liefern. Mal sehen, was drin steht. Wow, es wird gefragt, ob der Weihnachtsmann Buster einen Drachen schenken kann. Er ist von Scout. Was für eine tolle Freundin Scout ist. Ich glaube, der Weihnachtsmann weiß, was zu tun ist. Du hast den Brief toll geliefert, Buster. Es ist Weihnachten. Wach auf, Buster. Oh, da ist nichts unterm Baum. Vielleicht hatte der Weihnachtsmann nicht genug Zeit. Warte, da ist doch ein Geschenk. Frohe Weihnachten, Buster. Und da ist es genauso, wie Scout es gewünscht hatte. Ein Drachen, um den Verlorenen von Buster zu ersetzen. Danke, Scout. Was für ein rücksichtsvolles Weihnachtsgeschenk. Kommt herbei und hört das Märchen von Buster, dem Zauberer. Hier kommt Buster, der Bus. Er fährt wohl durch einen verwunschenen Wald. Aber halt, was ist das am Wegrand? Ich glaube, es ist ein Zauberbuch. Wow, Buster kann es verwenden, um zu zaubern. Schau mal, da sind Scout, Terry und Jessie auf dem Stadtplatz. Ich glaube, Buster wird versuchen, ein paar Zaubersprüche auszuprobieren. Mal sehen. Wow, ein Zauberhut. Buster zaubert wirklich. Ich frage mich, welchen Zauber Buster verwenden kann, um Terry zu helfen. Abracadabra. Wow. Buster hat die Pflanzen wachsen lassen. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Was für andere Zauber sind im Zauberbuch?
Der Bienenzauber? Oh, schau! Basta hat Scout in eine Biene verwandelt. Es macht ihr so viel Spaß, herumzufliegen. Ich glaube, Jessie will auch fliegen. Was für Zauber gibt es dafür? Seifenblasen? Cool! Jessie schwebt in einer Seifenblase. Gute Arbeit, Zauberer Basta. Oh, schau, er ist sehr schläfrig. Zeit für ein Nickerchen, Basta? Oh je, ich glaube, irgendwas ist schiefgegangen. Die Magie ist außer Kontrolle. Schnell, Basta! Du musst alles wieder zum Alten zurückkehren. Beeil dich, Basta! Puh, alle Zauber sind umgekehrt. Aber ich glaube, Bastas Freunde sind nicht sehr zufrieden mit ihm. Basta legt das Zauberbuch zurück, wo er es gefunden hat. Das ist vermutlich besser so. Und das ist das Ende des Märchens von Basta dem Zauberer. Danke fürs Zuhören. Basta, komm und schau, Basta, sieh das an. Da ist ein Heißluftballon, so ein großer Spaß. Hoch, hoch, hoch hinaus, fliege übers Feld. Der kleine Heißluftballon genießt die schöne Welt. Das Seil löst sich schon, windig ist es heute. Ich glaub, der Heißluftballon schwebt uns gleich davon. Hoch, hoch, hoch hinaus, fliege übers Feld. Der kleine Heißluftballon genießt die schöne Welt. Basta mit dem Seil macht den Ein Lasso. Ballon zwängt er damit ein, rettet den Tag. Wuhu! Hoch, hoch, hoch hinaus, fliege übers Feld. Der kleine Heißluftballon genießt die schöne Welt. Wolke ist am Himmel. Basta fährt über die Brücke. Warte, pass auf, Basta. Da ist ein Riss in der Brücke. Oh je, die Brücke ist eingestürzt. Das ist schlimm. Ohne die Brücke kann keiner über den Fluss kommen. Aber warte, Basta hat etwas gesehen. Da sind ein paar Bretter und Klebeband. Ich glaube, Basta hat eine Idee. Ich frag mich, was er macht. Schau! Basta hat viele Bretter zusammengeklebt. Gute Arbeit. Oh oh, das Holz ist auseinandergefallen. Scheint, als würde das doch nicht funktionieren. Aber warte, wer ist das? Da ist Katrina, das Dampfboot. Ich frage mich, ob sie helfen kann. Vielleicht können Katrina und Basta zusammen die Brücke reparieren. Gute Arbeit, Katrina. Jetzt kann Basta mit dem Holz die Brücke reparieren. Oh oh. Sieht aus, als wollte Terry der Traktor über den Fluss. Er sieht verärgert aus, weil er warten muss. Keine Sorge. Als Team arbeiten Basta und Katrina zusammen viel schneller an der Reparatur. Jetzt repariert Basta die Brücke Stück für Stück. Dadurch wird sie viel stärker sein. Ups, Basta hat ein Brett in den Fluss fallen lassen. Trotzdem geht es voran. Fast geschafft. Die Brücke ist fast wieder heil. Da, das letzte Stück. Gute Arbeit. Jetzt kann Terry sicher über die Brücke gelangen. Super Arbeit, Basta und Katrina. Macht Teamarbeit nicht wirklich Spaß? Dank ihnen ist die Brücke so gut wie neu.
Bus, was er wohl oben auf dem schneebedeckten Berg macht. Wow, Buster rast den Berg runter. Schau ihn dir an. Sei vorsichtig, Buster, die Straßen könnten glitschig sein. Das sieht nach Spaß aus. Hey, da ist Suki der Zug. Sie dampft den Berg hinunter. Jetzt fahren Suki und Buster nebeneinander. Ich frage mich, wer wohl zuerst unten am Berg ankommen wird. Buster und Suki rasen jetzt um die Wette. Sieh, wie sie flitzen. Oh nein, Riesenschneebälle sind auf die Straße gerollt. Pass auf, Buster. Buster muss langsamer werden, aber Suki gibt weiter Gas. Jetzt hat Buster zu Suki aufgeholt. Sie sind Kopf an Kopf. Was ist das? Buster und Suki nehmen verschiedene Wege den Berg runter. Suki geht über die Brücke und Buster darunter. Suki fährt so schnell, wie sie kann. Sieh, die Schienen sind anders. Suki nimmt eine Abkürzung zum Ziel. Sie rast in die Führung. Hier kommt Buster. Aber oh oh, Suki ist fast im Ziel angekommen. Buster muss super schnell sein, um sie noch einzuholen. Warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Buster hat aus dem Straßenschild ein Snowboard gemacht. Gute Arbeit, Buster. Sieh nur, wie schnell er damit den Berg runterrutschen kann. Buster ist in der Führung. Hurra! Buster wurde Erster. Suki ist direkt hinter ihm. Was für ein Spaß das war. Buster und Suki hatten so viel Spaß bei ihrem Bergabwettrennen. Die Blaulichter drehen sich rundherum. Hörst du die Sirenen nun? Die Blaulichter drehen sich rundherum. Ashley ist unterwegs. Der Eiswagen spielt frohe Musik. Bald essen alle Eis mit. Der Eiswagen spielt frohe Musik. Iggy ist unterwegs. Die Eisenbahn macht Schu-Schu-Schu. Sie dampft entlang im Flug. Die Eisenbahn macht Schu-Schu-Schu. Suki ist unterwegs. Und hier ist das Polizeiauto. Das ist blau mit Goldstern. Oh, ja, hier ist das Polizeiauto. Oh, das ist unterwegs. Der Bulldozer lässt sich viel Zeit. Hebt sehr schwer, das macht er fein. Der Bulldozer lässt sich viel Zeit. Dozer ist unterwegs. Der Krankenwagen macht Tatütata. Hier kommt sie, sie ist bald da. Der Krankenwagen macht Tatütata. Ember ist unterwegs. Die Jetty Jeep hat sehr viel Mut. Steile Hügel rauf mit Tut, Tut, Tut. Die Jetty Jeep hat sehr viel Mut. Jessie ist unterwegs. So wie der Osterhase, wackle den Schwanz, das macht so viel Spaß. Hüpf so hoch, wie hoch kannst du kommen, dann spring wie ein Hase und wackle deine Nase. Wackle, 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 hüpf, 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 komm, mach den Hasentanz, los geht's. Wackle, 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 hüpf, hüpf, hüpf. Wir lieben den Hasentanz. Nochmal, los geht's. Hüpf, hüpf, hüpf. So wie der Osterhase. Wackle den Schwanz. Das macht so viel Spaß. Hüpf so hoch. Wie hoch kannst du kommen? Dann spring.
wackle nach rechts, wackle nach rechts. Wackle, wackle, wackle rund um die Uhr. Wackle, 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 hüpf, hüpf, hüpf. Komm, mach den Hasentanz, los geht's. Wackle, 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 hüpf, hüpf, hüpf. Wir lieben den Hasentanz, nochmal los geht's. Was passiert da? Oh, wow, du schwebst in der Luft. Das ist ja unglaublich, Buster.
Meinst du, du kannst fliegen? Oh wow, du bist zu einem Superhelden geworden. Du bist so schnell. Super Buster ist hier. Juhu! Was hat Buster gesehen? Da ist Otis, das Polizeiauto. Ich frag mich, was Otis in dem Tunnel sucht. Warte, da ist Bandit der Bus. Was macht er nur? Das sieht gar nicht gut aus. Oh nein, er hat den Felsblock über den Rand geschubst und Otis im Tunnel eingesperrt. Du musst ihn retten, Buster. Damit kannst du Bandit den Bus nicht davonkommen lassen. Der Felsblock sieht sehr schwer aus. Es ist okay, Buster, du bist jetzt ein Superheld. Du kannst ihn retten. Oh, Buster, deine Augen. Wow, du hast ja Laseraugen. Gut gemacht, Buster. Du hast Otis befreit. Jetzt lass uns den frechen Bandit-Bus fangen. Da ist Bandit. Sieht aus, als hätte er schon wieder nichts Gutes im Sinn. Scout, pass auf! Arme Scout. Schau, wer da kommt. Jetzt kriegst du Ärger. Super Buster ist hier. Buster, du kannst ihn aufhalten. Super Buster ist zu stark für Bandit. Das sollte ihn stoppen. Jetzt muss Buster nur Scout aus dem Teich helfen. Sieh mal Bandit an. Er steckt jetzt fest. Oh, es war alles nur ein Tagtraum. Ich glaube nicht, dass der Lehrer darüber froh ist. Ich frag mich, was Buster und Digger da machen. Wow, wer hat das gemalt? Sieht aus, als möchtet ihr Eiscreme haben. Digger, das ist ja eine riesige Eiswaffel. Oh, schau, hier kommt Iggy, der Eiswagen. Buster und Digger möchten, dass Iggy ihnen hilft, das riesige Eis anzurichten. Nun lasst uns sehen. Oh, Kirschen. Das ist ein leckerer Geschmack. Das nehmen wir. Wow, seht euch das ganze Eis an. So, als nächstes brauchen wir blaue Eiscreme. Heidelbeeren? Perfekt. Das sieht so gut aus, Buster. Okay, und jetzt gelb. Bananen. Gute Wahl. Du möchtest mehr? Okay, das muss jetzt aber die letzte Wahl sein, sonst wird es zu groß. Ah, Apfel. Das wird ja ein super leckeres Eis. Noch einmal anstrengen, Iggy. Das Eis sieht aber sehr wackelig aus. Gib Acht, Digger. Robin holt Scout ab, damit sie sehen kann, was Buster und Digger für ihren Geburtstag vorbereitet haben. Folge Robin, Scout. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Scout. Das ist das größte Eis, das ich je gesehen habe. Oh nein, Digger. Pass auf, Scout. Das war knapp. Puste die Kerzen aus, Scout. Jetzt könnt ihr alle das Eis genießen. Es schmeckt wirklich gut. Buster rast durch den Schleim an Halloween. Platscht durch den Schleim, der ist klebrig und grün. Terry Traktor hat einen Plan, er bleibt weg, wenn er kann. Bleibt weg vom Gruselschleim. Buster gibt Gas, rast jetzt voll rein. Terry fährt vor ihm langsam. Oh nein! Quietsch macht die Bremse, quietsch, quietsch, quietsch. Jetzt trifft Terry mit Schleim. Buster rast durch den Schleim an Halloween. Der klebrigste, gruseligste Schleim, den wir hier sehen. Buster rutscht da durch, zum Anhalten keine Zeit. Armer Buster steckt jetzt im Schleim. Buster steckt fest, es ist Halloween. Dunkle Nacht kommt und verängstigt ihn. Aber schau, wer kommt zur Rettung da? Terry, der Traktor, ist hier. Hurra! Terry rollt durch den Schleim an Halloween. Er gibt alles, um Buster rauszuziehen. Ein großes Hauruck, Benzin dazu. Und Buster ist befreit vom Schleim. Juhu!
Gretchen, Terry und Buster, ihr müsst beide waschen. Schau, da sind Buster, Scout und Diggly. Es ist Heiligabend und sie freuen sich auf den Weihnachtsmann, der Geschenke bringt. Zeit fürs Bett. Der Weihnachtsmann kommt nicht, wenn ihr wach seid. Oh oh, da ist der heimtückische Bösewicht Bandit Bus. Was er jetzt wohl ausheckt. Der Weihnachtsmann legt Geschenke unter den Baum. Er ist sehr fleißig heute Nacht. Oh nein, Bandit klaut alle Geschenke unterm Baum. Was für ein Bösewicht er ist. Jetzt schleicht er sich weg. Ups, geschieht Bandit recht. Was hat er jetzt gesehen? Den goldenen Weihnachtsstern. Er wird den auch klauen. Oh je, er versucht ihn vom Baum zu ziehen. Schau. Jetzt ist Bandit ganz verheddert. Er wird lange brauchen, sich zu befreien. Es hat die ganze Nacht gedauert, aber Bandit ist endlich frei. Jetzt schleicht er sich mit den Geschenken davon. Oh, armer Buster. Alle Geschenke wurden gestohlen. Ihr seht traurig aus. Bandit ist wirklich der Übelste. Aber warte, was ist das? Was macht Bandit? Schau, Bandit legt alle Geschenke zurück unter den Baum. Vielleicht ist er doch nicht so gemein. Juhu, alle Geschenke sind da. Buster ist sehr glücklich. Frohe Weihnachten. Da ist der Weihnachtsmann. Er scheint mit Bandit nicht zufrieden zu sein. Aber was ist das? Er hat für Bandit auch ein Geschenk unter den Baum gelegt. Bandit hat es sich verdient, weil er die Geschenke zurückgelegt hat. Du hast das Richtige getan, Bandit. Frohe Weihnachten. Hallo, Buster. Was siehst du da am Himmel? Oh, wow, den Weihnachtsmann. Er fliegt sehr schnell. Oh, oh, ich glaube, er stürzt ab. Schnell, Buster, geh und sieh, ob der Weihnachtsmann Hilfe braucht. Oh, wow, da sind der Schlitten und die Rentiere. Und schau, da ist der Weihnachtsmann. Oh je, der Schlitten ist kaputt. Wie soll der Weihnachtsmann nun die Geschenke rechtzeitig liefern? Ich frag mich, ob Buster helfen kann. Ich glaube, der Weihnachtsmann hat eine Idee. Woran er wohl denkt? Wow, der Weihnachtsmann sitzt auf Buster. Und was ist das für ein magischer Glitzer? Oh, Gesundheit, Buster. Na, los geht's. Pass auf den Baum auf. Warte. Wow, Buster kann fliegen. Genau wie Santas Schlitten. Jetzt können sie die Geschenke rechtzeitig liefern. Sieh, da ist Scout. Wo kam das Geschenk her? Gute Arbeit, Buster und Weihnachtsmann. Da ist Diggly. Er dekoriert den Weihnachtsbaum auf dem Stadtplatz. Frohe Weihnachten, Diggly. Da ist Terry auf seinem Bauernhof. Buster und der Weihnachtsmann haben für ihn auch ein Geschenk hinterlassen. Wow, alle Geschenke wurden geliefert. Gut gemacht, Buster. Du hast dem Weihnachtsmann geholfen. Jetzt ist er wieder zu Hause am Nordpol. Das magische Puder wieder. Jetzt verstehe ich, das magische Puder ließ Buster fliegen. Cool. Frohe Weihnachten. Buster, der Bus, sieht aus, als hätte er Spaß beim Drachenfliegen. Pass auf! Oh nein, Scout ist aus Versehen in Buster gekracht. Und jetzt ist sein Drachen weggeflogen. Das hat Scout sicher nicht mit Absicht gemacht, Buster. Schau, was ist das? Ein Brief und er ist an den Weihnachtsmann adressiert. Aber er wurde nicht zugestellt. Ich denke, Buster hat eine Idee. Er wird den Brief selber ausliefern, um sicherzugehen, dass der Weihnachtsmann ihn bekommt. Oh nein, der Brief! Puh, danke für deine Hilfe, Robin. Buster fährt los. Es ist ein weiter Weg zum Nordpol, wo der Weihnachtsmann wohnt. Es ist kalt und schwierig. Pass auf, dass du dich nicht verfährst, Buster. Oh je, fast da, Buster. Puh.
Rentierspuren? Schau, da ist der Weihnachtsmann. Buster hat's geschafft. Der Weihnachtsmann begrüßt Buster. Los, gib ihm den Brief. Buster ist so weit gefahren, um ihn zu liefern. Mal sehen, was drin steht. Wow, es wird gefragt, ob der Weihnachtsmann Buster einen Drachen schenken kann. Er ist von Scout. Was für eine tolle Freundin Scout ist. Ich glaube, der Weihnachtsmann weiß, was zu tun ist. Du hast den Brief toll geliefert, Buster. Es ist Weihnachten. Wach auf, Buster. Oh, da ist nichts unterm Baum. Vielleicht hatte der Weihnachtsmann nicht genug Zeit. Warte, da ist doch ein Geschenk. Frohe Weihnachten, Buster. Und da ist es genauso, wie Scout es gewünscht hatte. Ein Drachen, um den Verlorenen von Buster zu ersetzen. Danke, Scout. Was für ein rücksichtsvolles Weihnachtsgeschenk. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön. Freunde kommen hierher. Der Weihnachtsmann ist unterwegs mit Glockenklang so hell. Er sieht wunderschön aus, der dekorierte Weihnachtsbaum. Oh, wie froh wir sein werden mit Freunden an Weihnachten. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön, doch Bandit schleicht sich an. Er will alle Geschenke klauen, er verdirbt Weihnachten. Haltet Bandit Bus doch auf, er ist so ein Bösewicht. Er klaut doch jedes Geschenk, das unterm Weihnachtsbaum liegt. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön, doch Bandit stimmt nicht zu. Er will alle Geschenke stehlen und den Baum noch dazu. Haltet Bandit Bus doch auf, er ist so ein Bösewicht. Er klaute doch jedes Geschenk von unterm Weihnachtsbaum weg. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön, doch die Geschenke sind weg. Doch Bandit hat sich unentschieden, er weiß, er hat Unrecht. Na sieh, da ist Bandit Bus, anstelle von noch mehr zu klauen, brachte ihr Geschenke wieder zurück zum Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum leuchtet sehr schön, Freunde kommen hierher. Und Bandit bekommt auch etwas, ja jeder wird beschert. Er sieht wunderschön aus, der dekorierte Weihnachtsbaum. Oh, wie froh wir sein werden, alle Freunde an Weihnachten. Hallo, Buster. Oh, wow, sieh dir das an. Du bist im Wilden Westen. Und schau dir deinen Cowboy-Hut an. Das muss der Sheriff sein mit seinem goldenen Stern. Oh, schau. Ein Lasso. Gute Arbeit, Buster. Jetzt bist du ein echter Cowboy. Da ist Terry. Zieh deinen Hut, um Hallo zu sagen. Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Warte. Das ist Bandit Bus. Und was hat er auf seinem Rücken? Einen Beutel. Ich glaube, er hat den Süßwarenladen überfallen. Was für ein Bösewicht er ist. Du musst ihn aufhalten, Buster. Schnell, Buster. Er entkommt. Verfolge ihn. Wach auf, Sheriff. Da ist ein Räuber auf freiem Fuß. Sie rasen die Schienen entlang. Schneller, Buster. Du kannst Bandit nicht entkommen lassen. Wow, Bandit ist vor Suki den Zug gesprungen. Warte, bis der Zug vorbei ist und... Wo ist er hin? Oh nein, er fährt in die andere Richtung. Das war heimtückisch. Ihm nach, Buster. Bandit versucht, Buster im Kaktusfeld abzuschütteln. Vorsichtig, Buster. Die sind wirklich spitz. Du hast ihn fast erwischt. Pass auf. Bist du okay, Buster? Oh nein, der Kaktus hat deinen Reifen durchstochen. Bandit rast davon. Oh nein, mit einem Platten wirst du ihn nie fangen. Warte, natürlich. Das Lasso. Fang ihn damit ein, Buster. 1, 2, 3, los.
Großartig, du hast es geschafft. Du hast Bandit gefangen. Und da ist Sheriff Otis. Ich bin mir sicher, dass er sehr dankbar ist. So, jetzt ist Bandit im Gefängnis, wo er hingehört. Oh wow, du hast jetzt auch eine Polizeimarke. Sheriff Buster, wie toll. Wow, das war ja ein aufregender Traum. Frohe Fahrt, Buster. Hä? Toll überrascht. Seine Freunde haben Lenzos Playbereich gemacht. Er springt in die Bälle. Er hat wirklich Spaß. Es ist wirklich ein wundervoller Tag. Buster freut sich, dass er spielen kann. Hüpfen und rutschen mit jedermann. Sie spielen zusammen, haben viel Spaß. Auf die Plätze los. Wer wird gewinnen? Na, wer weiß es schon. Beide sind so schnell. Schau, da kommen sie. Aber Scout ist die Schnellste. Da hat sie gesiegt. Buster freut sich, dass er spielen kann. Hüpfen und rutschen mit jedermann. Sie spielen zusammen, haben viel Spaß. Stecken, macht viel Spaß zu spielen. Jetzt lachen alle, sie haben viel Spaß. Haben einen wundervollen Tag. Hurra, hurra. Glaube, Buster schläft schon wieder. Wo bist du, Buster? Sieh mal all die riesigen bunten Bälle und Spielzeuge. Sieht aus wie ein toller Ort für ein Abenteuer. Lasst uns sehen, was Buster finden kann. Wow, sieh dir den Teddy an. Schau, wie groß der ist. Er sieht so weich und kuschelig aus. Genau, Buster, kuschele ihn. Er sieht so kuschelig aus. Oh nein, Buster, was ist das für ein Geräusch? Eine riesige Kralle. Ich glaube, Buster ist in einem riesigen Greifautomaten. Buster, pass auf, sie kommt auf dich zu. Los, Buster. Oh nein. Puh, Buster, es war nur ein schlechter Traum. Sieh, da ist Scout. Es scheint, als wäre Buster noch etwas erschrocken. Aber du musst keine Angst haben, Buster. Schau, Buster, Scout möchte dir etwas zeigen. Was das wohl ist? Oh nein, ein Greifautomat. Buster sieht verängstigt aus. Scout hat keine Angst davor. Vielleicht macht es ja Spaß. Keine Sorge, Buster. Scout ist bei dir. Schau, Buster, es ist der Teddy. Versuch doch, ihn zu gewinnen. Na los, Buster, sei mutig. Du schaffst das. Okay, Buster, lasst uns den Teddy holen. Immer sachte. So sieht das gut aus. Okay, alles oder nichts. Hast du es bekommen? Was ist das? Das ist nicht der Teddy. Oh, es ist ein kleiner gelber Bus. Das Spielzeug sieht so aus wie du, Buster. Da lachen Scout und Buster. Buster hat seine Angst vor dem Greifautomaten überwunden. Buster, was ist das? Ein Fußball. Oh, schau, Buster. All deine Freunde sind da und möchten Fußball spielen. Und sie brauchen noch einen Mitspieler. Na los, Buster. Das wird sehr viel Spaß machen. Am Pfiff. Oh, zu langsam, Buster. CJ, der Betonmischer, zielt für einen Schuss. Kann Jesse Chief ihn halten? Na los, Jesse, du schaffst das! Oh, so knapp, aber Tor! Gut geschossen, CJ. Toller Kopfball, Buster. Was für ein Schuss, Scout. Gute Abwehr, Digger.
Haha, Scout hat Digger den Ball zugespielt. Scout geht jetzt aufs Tor los. Weiter, Scout. Keiner kann sie jetzt angreifen. Tor! Toll gemacht, Scout. Jessie zu Scout. Scout gibt ihn ab. Toller Schuss, Digger. Direkt zu Bandit. Oh, das war aber grob, Bandit. Wird Bandit jetzt ein Tor schießen? Kann Jessie ihn diesmal halten? Oh nein, Jessie hat den Ball zerplatzt. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Oh, so ein Glück. Otis hat einen Ersatzball. Das Spiel geht weiter. Jetzt geht's so richtig los. Buster geht aufs Tor zu. Oh nein, Bandit Bus schubst Buster. Das ist ein Foul. Richtige Entscheidung, Robin. Bandit hat eine rote Karte bekommen. Robin schickt Bandit vom Platz. So ist das, wenn man zu grob spielt. Jetzt nimmt Buster einen Elfmeter. Komm schon, Buster. Tor! Du hast es geschafft, Buster. Du hast gewonnen und sogar einen schönen Pokal bekommen. Das hat Spaß gemacht. Na sieh mal, da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster, deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an, er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das? Sandy die Möwe. Ich frag mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel? Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand. Umdrehen und schwuppdiwupp. Eine Sandburg. Super, Buster. Sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Diggers Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Warte, Buster. Pass auf. Da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy. Nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle! Passt auf! Armer Digger. Aber warte, nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss ihr alle, hoffe ihr hattet einen tollen Tag am Strand. Lass uns Fußball spielen. Komm mit und spiel ein Spiel. Alles Mannschaft spielen, alle zusammen den Ball abheben. Es macht viel Spaß. Alles Mannschaft spielen, alle zusammen. Komm mit und spiel ein Spiel. Ein schnelles Fußballspiel macht so viel Spaß. Zusammen lachen an diesem tollen Tag. Laufen, umgehen und Tore schießen. Komm mit und spiel ein Spiel. Als Mannschaft spielen, alle zusammen den Ball abgeben. Es macht viel Spaß. Als Mannschaft spielen, alle zusammen. Komm mit und spiel ein Spiel. Jessie ist gesprungen, geplatzt ist der Ball. Uns nicht auf, nein, auf keinen Fall. Zum Glück hat Otis einen Ersatzball. Mach weiter, spiel das Spiel. Als Mannschaft spielen alle zusammen den Ball abgeben. Es macht viel Spaß. Als Mannschaft spielen alle zusammen. Komm mit und spiel ein Spiel. Hehehehe
Buster. Oh, wow, ein Fußball. Sieh, da ist Scout. Sie möchte spielen. Toller Schuss, Buster. Gut gemacht, Scout. Wer fährt da die Straße entlang? Es ist Tony, der Truck. Oh nein, Buster, vorsichtig, wo du den Ball hinschießt. Pass auf Tony auf. Autsch, das muss wehtun. Ich hoffe, Tony ist okay. Buster, du musst vorsichtiger sein. Pass auf den Nagel auf. Oh nein, jetzt hat Buster ein Loch im Reifen. Sieh mal, Scout, Tony, der Truck braucht Hilfe. Ich weiß, wen wir brauchen. Hurra! Ember, der Krankenwagen. Gute Arbeit, Scout. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Tony. Oh, Buster, das sieht schmerzhaft aus. Aber keine Sorge, es war ein Unfall. Tony ist jetzt in guten Händen und Ember wird bald zurück sein. Buster, sieh, da ist Ember. Jetzt bist du dran. Ab zur Werkstatt mit Buster. Aha. Oh wow, Tony sieht gut aus. Buster bekommt einen neuen Reifen. Alles repariert. Oh Buster, Unfälle passieren. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Super Schuss, Buster. Oh nein, nicht nochmal. Buster ist jetzt vorsichtiger. Schau links, schau rechts. Genau so geht es. Gut gemacht, Buster. Hierher, Buster.